Genau so ist es. Ich habe Norbert Hofer vor einer halben Stunde beim Verlassen des Freiheitlichen Parlamentsclubs die drängenden Fragen stellen können. Herr Hofer, ganz kurz zwei Fragen. Werden jetzt alle FPÖ-Minister dieser Regierungsunter zurücklegen? Nun, wir haben das angekündigt und ist auch geplant. Tut mir sehr leid, wir hätten gern weitergearbeitet. Das heißt, alle FPÖ-Minister werden wann die Ämter räumen? Wir stellen das ab sofort zur Verfügung, aber es soll auch eine Übergabe gewährleistet sein. Das heißt, ich weiß nicht, wie schnell die neuen kommen werden, aber das Staatsgefüge muss gesichert sein. Würden Sie im Nationalrat einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz unterstützen? Das ist wirklich noch offen. Das ist eine Entscheidungsfindung, die wir in den nächsten Tagen treffen werden. Wir wissen nicht, wer wird so einen Antrag einbringen. Die Gespräche laufen. Wovon hängt das ab? Von den Gesprächen in den nächsten Tagen. Also ich möchte nichts vorwegnehmen und sage nein, jetzt noch einmal, alles, was wir tun, soll nicht so sein, dass die Stabilität im Land verunsichert ist. Das wollen wir überhaupt nicht. Das klingt für mich, als würden Sie einen Misstrauensantrag nicht unterstützen. Warten Sie ab, es ist wirklich nicht sicher, aber ich sage eines noch einmal, wir sind alle Menschen, die wissen, wie wichtig es ist, dass in Österreich Stabilität herrscht und das ist mir sehr, sehr wichtig. Dankeschön. Danke. Danke. Sagt Norbert Hofer in einem ZIP1-Exklusiv-Interview, verlässt den Freiheitlichen Parlamentsclub. Es geht weiter zur nächsten FPÖ-internen Krisensitzung an einem geheimen Ort.